Mein Name ist Uwe Helmes, ich arbeite bei Stellwerk Zukunft und nebenbei kümmere ich mich seit vielen Jahren um den israelisch-deutschen Jugendaustausch, der hier im Landkreis Vechta und im Landkreis Kloppenburg zusammenläuft. Und in diesem Jahr haben wir Gäste aus Israel da. Das geht gleich da hinten los in der Aula. Da sind Jugendliche, ein muslimischer und ein jüdischer Jugendlicher aus dem Dorf Neve Shalom da. Und die erzählen uns, wie in diesem Dorf das Zusammenleben unterschiedlicher Religionen im Alltag funktioniert. Und das wollen wir gerne auch in die Diskussion hier an die Schule mit reinbringen. Und deshalb sind wir sehr froh, dass es geklappt hat, die beiden nach Deutschland zu bekommen und dass wir an 5 Vechteraner Schulen diese Arbeit vorstellen und hoffentlich auch weiter diskutieren.